Mit einem umfassenden E-Mobility-Gesamtsystem bietet Daimler Buses ihren Kunden die entsprechende Beratung für den elektrifizierten Busbetrieb. Die Resonanz im Markt auf den ersten E-Citaro ist durchweg positiv. Aber das war nur der Anfang. Herr Rudiger, was ist in Zukunft beim E-Citaro noch alles zu rechnen damit? Gut, nach dem guten Start des Solo-Fahrzeuges bieten wir mittlerweile auch den Gelenkzug an oder auch Ladeschienenlösungen und die Festkörperbatterie ist im Angebot. Breit gefächertes Portfolio ist aber nicht alles. Bei der Umstellung von konventionellen Linien ist noch vieles mehr zu beachten. Herr Wohland, was genau sind diese Herausforderungen? Die Hauptherausforderung ist sicherlich das Thema geringere Reichweite und dadurch natürlich die Auswirkungen, wie möchte ich mit dem Fahrzeug fahren und wie möchte ich es nachladen. Weitere Thematik ist dann in Richtung Ladeschnittstelle und dort auch die dementsprechenden Standards, Stichwort ISO 15118 zum Beispiel. Und weiterer Punkt ist dann auch noch in Richtung Mitarbeiterqualifikation und Schulung. Inwiefern können Sie Ihre Kunden bei diesen Herausforderungen unterstützen? Wir unterstützen unsere Kunden schon sehr früh, beispielsweise durch Linienanalysen. Hierbei geht es einfach darum, auf der spezifischen Kundenlinie bereits die Herausforderungen zu identifizieren und gemeinsam mit dem Kunden potenzielle Lösungsansätze aufzuzeigen. Was genau bedeutet das im Detail? Gut, in der Regel fängt eine Beratung mit der Auswahl der jeweiligen Linien an. Welche Fahrzeugtypen kommen dort zum Einsatz? Ist es ein Solo? Ist es ein Gelenk? Gibt es potenzielle Wendepunkte, die zur Nachladung genutzt werden können? Oder wird beispielsweise ein Depotladungskonzept favorisiert? Dann auch, wo gibt es potenziell Stromquellen, sprich ausreichend Anschlussleistungen zum Nachladen und Ähnliches? Und auf dieser Basis können wir dann Linien oder Linienbündel analysieren und dem Kunden einen Vorschlag präsentieren, wie denn seine Umläufe zu elektrifizieren wären. Wie schafft ein Kunde im Endeffekt, diese komplexen Sachverhalte zu managen? Ja, wenn die Fahrzeuge ausgeliefert sind an unsere Kunden, dann startet für den Kunden ja erst die eigentliche Reise. Und es sind dann klassische Themen dort, wie das Stichwort Umlaufplanung, Diensteplanung, Disposition, auch das Thema Leitstelle. Und hier bieten wir mit unserem Signal Store die passgenaue Lösung, dass die Kunden dementsprechend aus dem Fahrzeug in Echtzeit die Daten erhalten und in ihre ITS-Landschaft integrieren können. Und das ist natürlich auch genau der Grund, warum wir mit einer IVU in Berlin kooperieren, um genau an solchen Systemlösungen zu arbeiten, dass wir den Dreiklang aus Fahrzeug, ITCS-Landschaft und Ladeinfrastruktur schaffen können. Gentlemen, vielen Dank für das Gespräch. Bei Daimler Buses erkennt man klar, das große Thema Elektromobilität ist auch im Busbereich voll angekommen. Die Lösungen und die Visionen sind faszinierend und machen Lust auf die Zukunft.